Von hier kommen wir ja. Durch diesen Bunker. Und wir können erstaunlich gut laufen dafür, dass unser Bein gar nicht gut von einer Bärenfalle zertrümmert wurde. Okay, links knistert's. Rechts ein Wolf. Ein Hirsch. Links vermute ich einen Wolf. Ja, schönen Dank. Ah, fuck, ey. Wo ist der andere? Da. Sie hätten mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Weigungsgut. Damit können wir Waffen-Upgrades durchführen, zum Beispiel für unsere Axt, dass wir die eine Truhe öffnen können. Noch ein Schrein. Wen beten die wohl an? Noch ein bisschen Beigungsgut. Die Oni beten wahrscheinlich die Sonnengöttinsfrau an, oder nicht? Ja, das nicht naheliegend? Whitman ist total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen. Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht. Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride. Tja. Wir kommen zu Ruhm. Wir kommen zu Ruhm. Hoffentlich. Und wehe, wenn nicht. Das sieht ja aus, wie wenn es da irgendwo was Spannendes zu entdecken gibt. Gibt es hier noch Wölfe eigentlich? Gibt es eigentlich also eine Art Lebensanzeiger? Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Ja, mal wie immer der Bildschirm. Ach, komm jetzt. Hier finde ich es zum Beispiel gut, dass es keine Zeitlupe gibt. Das macht das Kämpfen zwar ein bisschen schwerer, aber es fetzt da deutlich mehr. Beigungsgut, yay! Schon 30. 30 M8 Muttern. Und jetzt finden wir noch eine Gewindespindel. Nee, 40 Muttern. Schade, schade, schade. Neues Lager entdeckt, das Tor. Halt die Fresse, wir suchen jetzt hier Muttern. Beigungsgut. Zack. Da unten noch mehr. Das ist ja echt inflationär verteilt. Da hast du eine Kiste geöffnet, das siehst du die nächste. Und Pfeile gibt's auch mehr als genug. Okay, wo geht's da noch hin? Auf jeden Fall noch ein Tagebuch. Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden. Trip? Und irrer Trip trifft's ganz gut. Wir kämpfen mit einem alten, ranzigen Bogen gegen Wölfe. Und uns hat irgend so ein verpeilter Einheimischer voll eins über die Omme gezogen.
als Begrüßungsgeschenk. Kein Begrüßungsbetrink, sondern ein Begrüßungsschlag. Andersrum wäre es geiler gewesen. Und da kann man nicht durch, oder? Da brauchen wir bestimmt erst eine Art Machete, Messer, Geschichte, Sensor. Ach, komm schon, geh weg. Wenn ich mich mal kratzen will, dann kommt so ein Scheißvieh. Voll, nach wie vor. Wir sind anscheinend nicht sonderlich auf Munition angewiesen mehr, dadurch, dass wir immer wieder Pfeile aufnehmen. Finde ich das schon mal eine geile Sache. Und wir gucken jetzt also mal unser Lager an hier. Das bringt uns vielleicht da irgendwas. Fähigkeiten nicht verfügbar. Also Fähigkeiten schon verfügbar, aber drüben ist es nicht verfügbar. Und hier haben wir noch 0. Das heißt, ja, ich nehme an, es hat jetzt gespeichert. Hat's gespeichert? Wir können ja hier schlecht speichern, oder? Ja. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Wie scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Na toll, wir mit dem Arschloch zusammen und unsere Axt haben wir an diesem blöden Rad zerbrochen. Da hinten ist noch so ein Tagebuch-Ding. Schatz, bitte, denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition gesteckt, aber ich werde das Zehnfache rausholen. Wenn du dich jetzt scheiden lässt, siehst du davon keinen Cent. Du bist bei mir, seit ich noch ein Niemand war. Du weißt, wie viel ich erreichen kann. Und das kann ich immer noch. Ich bin nur gerade an einem Tiefpunkt. Verstehst du? Ich bin hier an etwas dran. Lara, erinnerst du dich? Mein junger Schützling. Sie hat Daten, die ihre Theorien stützen, aber ihr fehlt meine Intelligenz. Die Entdeckung wird meinen Arschloch tragen. Und es wird mein Gesicht vor den Kameras sein. Wenn alles klappt, wird das ein Riesending. Wenn du mich dann verlassen willst, werde ich zustimmen, versprochen. Aber bitte, warte noch. Jetzt würde diese Schlagzeile meinem Image zu sehr schaden. Arschloch. Also entweder hat er es verhaft, oder hat er eine Scheißfrau, die bloß hinter seinem Geld her ist, was er verdient als Doku-Mensch hier oder... Wie nennt sich das? Crocodile Dundee. Oder, er hat's verrafft und die Alte will halt einfach daheim mal einen Mann haben, mit dem sie mal ein bisschen kuscheln, bla bla bla, eine Beziehung führen kann, der dann den ganzen Tag auf dem Meer rumrudert und versucht, irgendwelchen Scheiß zu finden. Sackgasse. 50 von 50 Steigerungsgut gesammelt. Hier brauchen wir jetzt immer noch eine stärkere Axt, oder? Okay, mal sehen, ob es dann mit der neuen geht, wenn wir hier am Lager das Teil verbessert haben. Bergungsgut. Verwenden Sie gesammeltes Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffen im Ausrüstungsmenü zu verbessern. Weiter. Stemmaxt. Ich kann sonst nichts auswählen. Stemmaxt für 50. Oh yeah. Neues Upgrade. Verstärkender Stemmaxt. Siehst jetzt aus. Irgendwas. Wahrscheinlich aus Muttern zusammengeschmiedet. Jetzt hat bestimmt die Muttern im Lagerfeuer geschmolzen und hat dann Tempokus hergestellt. So, jetzt stemm auf.
mit X. Zack. Und jetzt aber nur ein Balkonscoot oder was? Tatsächlich. Ich dachte, da ist jetzt was Geiles drin. Was ist drin? Balkonscoot. So, wir laufen natürlich zurück. Wie sich das gehört. Hallo Hase. Haut ab! Ich hab gesagt, haut ab! Ein Fähigkeitenpunkt. Yay! Na, haben wir jetzt einen. Wir haben einen Bogenpfeil Dingsbums verloren. Kein Beinbruch. Wir haben ihn wieder. Ich laufe gerade zurück, damit ich ein bisschen doof durch die Kante springen kann. Nee, da geht es wahrscheinlich erst noch später rein, wenn wir Dynamit haben, uns in den Weg frei zu sprengen. Was wollte ich sagen? Na, ich laufe zurück, weil da ja noch so eine scheiß Kiste war, die wir jetzt aufstemmen können. Mit unserer krassen Stemmaxt. Da ist er dran. Zack. Und schon haben wir 130 von dem komischen Kram. Beigungsgut. Entschuldigt. So, Ausrüstung. Ist ja noch irgendwas verfügbar? Bogen-Upgrades. Ausrüstungs-Upgrades. Ja, gucken wir hier mal rein, ne? 250 für verstärkte Wurfarme. Verstärkte Wurfarme ermöglichen mehr Zug und verursachen dadurch mehr Schaden. Ja, musst du aber noch gespannt kriegen, dein Bogen, ne? Gewickelte Sehne. Entwickelte Sehne ist eine höhere Schussfrequenz möglich. Ja. 200. Da müssen wir noch ein bisschen sammeln. Wir können aber jetzt hier einen Fähigkeitenpunkt verteilen. Jäger-Upgrade, sicherer Schuss, Munitionskapazität, Gewichtheber, erfahrener Mörder, Bogenexperte. Bogenexperte? Okay, wir können bloß... Setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein. Sie können mehr Munition transportieren. Sie sind konzentriert. Haben Sie mehr Zeit, um mit Ihrem Bogen zu zielen. Ja. Klingt gut. Nicht, dass wir von einem Wolf angegriffen werden. Und ich pack mich wieder nicht bei meinen Zielfähigkeiten. Und dann steckt die den Bogen weg, weil sie es nicht mehr halten kann. Und der Wolf kriegt uns einen Sack. Habe ich keine Lust drauf. So, und jetzt so ein Schnellrennen-Knopf wäre jetzt geil. Wo wir jetzt sagen könnten, okay, wir rennen jetzt schnell. Darüber. Und machen endlich mal in der Story ein bisschen weiter.